Die häufigsten Pricing-Fehler in der Food-Fotografie, darum geht es heute. Ich bin Denise, ich arbeite seit fast 10 Jahren als Food-Fotografin und helfe anderen Food-Fotografen und Fotografinnen mit meiner Foodlovin Academy dabei, professionelle Food-Fotos zu machen und sich damit ein profitables Business aufzubauen. Und profitabel, genau darum geht's heute. Pricing ist einfach ein Thema in der Food-Fotografie, zu dem du über Suchmaschinen nicht viel finden wirst. Wir decken heute mal einige der größten Fehler im Pricing in der Food-Fotografie auf, damit du diese Fehler nicht machen musst. Und der erste Fehler, den ich wahnsinnig häufig sehe und der wirklich viele in die Verzweiflung treibt, ist, dass sie ihren Markt nicht kennen. Was meine ich damit? In deiner Laufbahn, in deiner Zeit mit der Food-Fotografie, von ich bin absoluter Anfänger und arbeite so mit meinen ersten Kunden zusammen, bis vielleicht zu dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, mit 10 mehr Jahren Erfahrung, mit großen Projekten und großen internationalen Kunden, da findet natürlich eine Entwicklung statt. Du startest nicht hier bei den 10 Jahren Erfahrung, sondern du startest am Anfang. Und den größten Fehler, den du machen kannst, ist, auf diesem Weg deinen Markt nicht zu kennen. Was meine ich damit? Jetzt mal ganz einfach. Wenn du hier am Anfang stehst, dann hast du eine bestimmte Kundengruppe. Diese Kundengruppe hat ein gewisses Budget. Sagen wir nicht mehr als 1500 Euro. Wenn du jetzt aber an dem anderen Punkt stehst und 10 Jahre Erfahrung hast, ein großes Studio und ein Team, dann wirst du von 1500 Euro pro Shooting nicht leben können. Es wird dir aber auch nichts bringen, wenn du diesem Kunden ein Angebot über 5.000, 6.000, 7.000 Euro schreibst. Er wird es nicht zahlen können. Das heißt, du bist dann in diesem Fall in der falschen Nische, in dem falschen Markt unterwegs. Du musst dir Kunden suchen, die deinem Level und deinem Erfahrungsstand entsprechen. Umgekehrt, wenn du der Fotograf, die Fotografin bist, und gerade am Anfang stehst, dann wirst du den Kunden mit dem großen Budget noch nicht überzeugen können, weil du hast vielleicht nicht das große Studio und nicht das Team, um diese Produktion umsetzen zu können. Das heißt umgekehrt, wenn du versuchst, am Anfang diesen Kunden zu pitchen, wird dir das auch nicht gelingen. Du musst innerhalb deines Marktes bleiben. Und das ist einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Nochmal ganz simpel. Food-Fotografin startet, Food-Fotografin sucht sich am Anfang Kunden, die ihrer Nische entsprechen. Passt, super. Kunden, die vielleicht nicht viel Budget haben, vielleicht ein Startup, das auch gerade startet. Dann entwickelt sich Food-Fotografin aber weiter. Food-Fotografin denkt sich, oh, ich habe jetzt in Weiterbildung investiert, ich habe eine neue Kamera gekauft, ich bin viel besser geworden, ich erhöhe jetzt meine Preise. Der Kunde vom Anfang kann diese Preise aber eventuell nicht mitgehen. Das heißt, die Fotografin kommt mit ihrer Preisvorstellung dort nicht durch. Das liegt aber nicht daran, dass ihre Preisvorstellung grundsätzlich zu hoch ist, sondern weil sie zu hoch für ihre bisherige Nische ist. Sie muss in eine neue Nische, zu einer neuen Kundengruppe, die ihre neuen Preise locker zahlen wird. Viele, viele, viele Food-Fotografen und Fotografinnen bleiben aber über Jahre in ihrer Anfängerkundengruppe, in ihrer Anfängernische hängen und schaffen es dadurch nicht, ihre Preise zu erhöhen oder höhere Preise umzusetzen. Das heißt, klingt vielleicht jetzt hart, aber du wächst halt Stück für Stück aus deinen Kunden heraus. Wenn du dich weiterentwickelst, wirst du nach einer Weile deine Anfängerkunden vielleicht gehen lassen müssen, weil sie deine Preise nicht mehr zahlen können. Das ist dann einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, die du treffen musst. Vielleicht hat sich der Kunde auch weiterentwickelt und kann deine Preise mitgehen. Die Erfahrung ist aber eher das Gegensätzliche. Wenn du einmal mit einem niedrigen Preis angefangen hast, wird es sehr schwierig, den Preis zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Aber du kannst eben nicht für den Rest deiner Karriere, für den Rest deiner Laufbahn deine Anfängerprojekte für 500 Euro umsetzen. Dadurch wirst du dich nicht weiterentwickeln. Und das ist einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Die Bereitschaft, die Anfängerkunden, die dich vielleicht am Anfang unterstützt haben, ja, es ist hart, es ist irgendwie grausam, aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, sie gehen zu lassen und dich in einen neuen Markt zu bewegen mit neuen Kunden, die dein Budget haben. Der zweite große Fehler, den ich oft sehe im Pricing, ist die Vor- und Nachbereitung zu vergessen. Stell dir mal vor, du hast folgenden Kunden gewonnen. Ein Hersteller von Tortenbackmischungen. Ja, so richtig coole Schichttorten und mit diesen Backmischungen bekommt das jeder hin. Ja, auch du und ich. So, das ist dein Kunde. Ihr habt euch auf 4 Fotos geeinigt. 4 Fotos schaffe ich locker an einem Tag, denkst du dir, berechnest deinen Tagessatz plus die Nutzungsrechte und hast aber völlig vergessen, dass so eine Torte ja mal locker 2 Tage Vorbereitung braucht, weil du musst die Böden backen. Die müssen auskühlen. Dann kommt da irgendeine Creme drauf.
die muss fest werden. Dann muss das Ganze kühlen, damit es auch fest wird und nicht auseinanderfällt. Dann musst du es noch dekorieren. Es ist wahnsinnig viel Vorbereitungszeit. Und die hast du in deinem Angebot aber überhaupt nicht berücksichtigt. Dann bekommst du das Briefing vom Kunden. Ja, da stehen dann die genauen Wünsche drin, wie die Torten aussehen sollen, wie sich der Kunde das vorstellt. Und dann liest du Dekoration, Karambole, Drachenfrucht. Was gibt's noch Exotisches? Keine Ahnung. Aber Drachenfrucht bekomme ich jetzt nicht beim Rewe um die Ecke. Das heißt, du musst vielleicht zu einem bestimmten Supermarkt, zu einem bestimmten Feinkostladen fahren, der vielleicht 20 Minuten entfernt ist. Die Zeit hast du auch nicht mit einberechnet. Dann kommt die Bildbearbeitung. Du bist jetzt nicht so die Bäckerin, Budget für eine Foodstylistin war nicht drin, das heißt, du hast die Torten selber gebacken und ja, es ist an einer, ist halt so ein kleiner Riss an der Seite und die Farbe ist so ein bisschen verlaufen. Kein Problem, denkst du dir, ich kann ja Photoshop, ich kann ja mit Photoshop umgehen, das retuschiere ich weg. Dafür brauchst du aber auch nochmal eine Stunde. Ja, und all das, die Vorbereitung, der Einkauf, die Bildbearbeitung, das kann dich locker nochmal einen extra Tag kosten, den du aber in deinem Angebot nicht berücksichtigt hast, weil du hast nur gedacht an die Zeit, in der du aktiv hinter der Kamera stehst und fotografierst. Und das ist vielen Anfängern, viele, die gerade starten, so die ersten Angebote schreiben, überhaupt nicht bewusst. Und das ist auch vielen Kunden nicht bewusst. Deswegen ist es deine Aufgabe, das in deinem Angebot zu berücksichtigen und zu kommunizieren. Die Zeit, die du für die Vor- und für die Nachbereitung brauchst. Der Kunde mit den Torten, über den wir gerade gesprochen hatten, den hättest du gerne? Dir ist eingefallen, dass du eigentlich mal dringend neue Kunden benötigst? Dann schnapp dir mein Workbook Mehr Kunden für deine Foodfotos. Du kannst dir das Workbook für 0 Euro runterladen. Den Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Darin zeige ich dir, wie du in 6 Schritten neue Kunden für deine Foodfotos gewinnst. Du bekommst ein Workbook, das du dir direkt runterladen kannst. Da drin gibt es Checklisten, kurze Tests und du bekommst wirklich viel Inspiration und Anleitungen, wie du mehr Kunden für deine Foodfotos gewinnen kannst. Wie gesagt, kostet dich 0 Euro. Einfach runterladen unter dem Link in der Videobeschreibung. Der dritte Fehler beim Pricing in der Foodfotografie ist, sich nach den Preisen von anderen zu richten. Es ist vielleicht so die natürliche Herangehensweise. Ich frage jemanden, einen Foodfotografen oder Foodfotografin, was nimmst du eigentlich für Preise? Und mit etwas Glück bekomme ich sogar eine Antwort. Aber hilft dir das wirklich weiter? Nein. Lass mich kurz erklären, warum. Also, stell dir vor, ich frage Anna. Anna hat einen Foodblog, ist damit relativ erfolgreich, hat irgendwie eine tolle Reichweite, weil sie gerade das absolute Trendthema trifft. Und Anna macht das nebenbei und ist hauptberuflich eigentlich Studentin. Sie wohnt in einer WG in Jena, wohnt da irgendwie mit ihrer Kommilitonin zusammen und hat sonst auch nicht besonders viele Kosten. Keine Haustiere, keine Kinder, keine Verpflichtungen. Anna bekommt jetzt ein Angebot von einem Unternehmen, das hat ihren Blog entdeckt und möchte, dass Anna Foodfotos für sie produziert. 5 Stück, so circa ein Tag Arbeit. Und das Unternehmen bietet Anna 800 Euro. Und Anna denkt sich, mega, 800 Euro für einen Tag Arbeit. Damit habe ich meine Miete und die Nebenkosten für einen Monat drin. Bombe, mache ich. So, jetzt fragt das Unternehmen aber auch noch Johanna an. Johanna ist 36 Jahre und hat 10 Jahre Erfahrung. Sie hat eine Tochter, einen Hund und ein kleines Studio angemeldet, weil ihr sonst zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen wäre und sie nichts mehr schaffen würde. Und eine Assistentin kümmert sich um ihre Termine, weil sonst kriegt sie nicht alles unter einen Hut. Das Unternehmen bietet Johanna ebenfalls 800 Euro. Und Johanna denkt sich, 800 Euro für 5 Fotos? Das ist wohl ein schlechter Witz. Davon zahle ich 50% an die Steuer. Mir bleiben noch 400 Euro. Davon kann ich nicht existieren. Siehst du, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist? Für Anna sind diese 800 Euro super. Ja, sie kann davon einen Monat ihre Miete und ihre Nebenkosten zahlen. Für Johanna, die in einer ganz anderen Lebenssituation ist, sind 800 Euro wirklich nicht viel. Und deswegen macht es keinen Sinn, andere nach ihren Preisen zu fragen. Preise sind einfach absolut nicht vergleichbar und von so, so vielen Faktoren abhängig. Von deiner Lebenssituation, wo du lebst, von deiner Erfahrung, von deinem Alter, von deinen Kunden, von deiner Kostenstruktur. Deswegen bringt es dich nicht weiter, andere einfach nach ihrem Preis zu fragen. Pricing ist einfach so ein spannendes Thema, bei dem unglaublich viele Fehler gemacht werden können. Du kennst jetzt die 3 häufigsten Fehler. Wenn dir das weitergeholfen hat, abonniere unbedingt meinen Kanal und hinterlass mir einen Kommentar.